Klo Kardashian, Beauty-Eingriff trotz Schwangerschaft. Egoistisch? Klo Kardashian besucht in der Schwangerschaft weiterhin ihren Beauty-Doc? Seit knapp einer Woche ist es offiziell, Klo Kardashian schwebt im Mutterglück. Und das tat sie heimlich, still und leise schon eine ganze Weile, denn gerade erst offenbarte sie ihren Fans via Twitter, dass sie bereits seit 6 Monaten in anderen Umständen ist. Klo weiß also nicht erst seit gestern, dass sie schwanger ist. Trotzdem strahlt uns die TV-Beauty noch immer auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen und auch einem Weihnachtsgruß via Instagram mit prallen Lippen entgegen. Auf einen Eingriff mit Hyaluronsäure möchte die 33-Jährige trotz Baby im Bauch offenbar nicht verzichten. Hyaluronsäure in der Schwangerschaft, bei diesem Thema spalten sich die Meinungen der Ärzte. Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob Klo mit der Beauty-Behandlung die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes gefährdet. Gilt die Anwendung von Hyaluronsäure während der Schwangerschaft und der Stillzeit als unbedenklich, allerdings gibt es auch keine fundierten Studien, die sich mit dem Thema ausreichend auseinandersetzen. Bei Experten gilt die Anwendung von Botox und Hyaluronsäure in der Schwangerschaft als echtes Streitthema und die Meinungen sind gespalten. Fürsprecher wie der plastische Chirurg Dr. Harald J. Kaplan sind der Auffassung, dass die injizierten Substanzen an Ort und Stelle bleiben und der Fötus unberührt bleibt. Ein Großteil von Ärzten rät von einer Behandlung allerdings streng ab. Dermatologe Dr. Simon Orian erklärte beispielsweise gegenüber der Intro, das ist auch der Grund, warum sich viele Schönheitschirurgen weigern, schwangere Frauen zu behandeln. Am Ende liegt die Entscheidung aber bei jeder Mutter selbst, ob sie ihr Baby gesundheitlichen Risiken aussetzen möchte, nur um sich während der Schwangerschaft schön zu fühlen und. Findest du, Klo Kardashian handelt egoistisch? Stimme unten ab. Folge uns bei Instagram und sei hautnah bei dabei.